Liebe Videofreunde, herzlich willkommen hier zu meinem, ihr habt's gelesen, Unpacking-Update, weil angepackt wird nicht mehr so viel, es wird eigentlich nur mehr in die Kamera gezeigt, aus dem einfachen Grund, dass das hier der Teil 1 von insgesamt 2 Updates für den Monat September ist und, ja, wie ihr das gelesen habt, jetzt hier die Sachen von der Berliner Filmbörse am Wochenende und weil ich ein kleiner, mieser, ungeduldiger Bastard bin, habe ich die ganzen Sachen schon ausgepackt und reingeguckt und mich darüber gefreut und, naja, deswegen packe ich jetzt hier nichts weiter aus, sondern zeige euch die Sachen einfach nur. Ja, so viel dazu. Erstmal noch herzliche Grüße. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war ja sozusagen meine Filmbörsenentjungferung. Ich war bis jetzt noch nie auf sowas, weil bei mir in der Umgebung gibt es das einfach nicht. Und bis sonst wo nach Neuss oder zu fahren, das ist mir einfach zu weit. Aber jetzt war ich zufällig in Berlin an dem Wochenende. Und dann war natürlich zufällig auch noch, ich muss mal kurz... Ja. Mikrofon läuft. Da war zufällig an dem Wochenende jetzt auch noch die Filmbörse und das sind eigentlich zwei Zufälle, die so unwahrscheinlich sind, dass ich das einfach ausnutzen musste und bin hingegangen und es war mega geil. Ich habe mich sehr gefreut, ganz viele von euch YouTube-Leuten dort zu treffen. Big Tombola, Brutal Master, das Filmgespenst, Mickey's and Mallory's und noch einige weitere, die ich, wenn ich euch jetzt nicht beim Namen nenne, es tut mir leid. Aber auch ihr seid herzlich gegrüßt. Also es war cool, es war ja schon wirklich ein bisschen so Community und so soll es ja eigentlich auch sein. Und ein bisschen, wenn man zusammen rumnerden kann und zusammen Spaß haben kann und vor allem zusammen Geld ausgeben kann, dann ist das doch eigentlich richtig, richtig cool. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Jetzt, das war Ordnungspunkt 1 und jetzt Ordnungspunkt 2. Unter irgendeinem meiner Videos gab es neulich einen Kommentar, das so ein bisschen meinen Bierkonsum in Frage gestellt hat. Also ich weiß nicht mehr, unter welchem Video es war oder wer es geschrieben hat. Derjenige, wenn er es sieht, der fühlt sich dann hoffentlich angesprochen. Der da meinte, ich hoffe, bei dir ist es jetzt nicht auch so. Oder irgendwie stellt er zumindest also so nach dem Motto, du hast ja auch lange kein Bier mehr getrunken, was ist denn da los? Und ja, meine Freunde, das ist wohl wahr. Und deswegen stoße ich jetzt auf euch an, mit euch an, freue mich auf den ersten Teil dieses zweiteiligen Updates und trinke jetzt einen Schluck und sobald ich damit fertig bin, geht's hier auch los. Der erste Schluck ist immer am besten. So, jetzt zu den Filmen. Deswegen sind wir ja eigentlich hier, oder? Also, ich hatte das Filmgespenst gefragt, wie sieht's denn aus? Gibt's denn eigentlich auch VHS da? Gibt's denn außerhalb von DVD und Blu-ray, gibt's denn da noch was anderes? Und da sagt er, ja, unten auf dem Sammlermarkt und so, da gibt's das, ja. Die VHS, die es da gab, das war dann so Winnetou und Space Jam und den habe ich ja schon und... Also was VHS angeht, war jetzt nicht so viel los. Das Einzige, was ein bisschen in die VHS-Richtung geht, sind die VHS-Repacks. Und da habe ich mir eins geleistet von Oase der Zombies von X-Rated in der Videophon, im Videophon-Cover. Cover A oder sowas müsste das sein. Das ist auch limitiert auf 44 Stück und handnummeriert. Und ich habe die Nummer 17. Das ist also eine Blu-Ray, die ich auf Filmundo auch schon relativ lang auf Beobachtung hatte. Und deswegen... Da war sie etwas günstiger und dann habe ich gedacht, gut, dann nimmst du die jetzt endlich mal mit, damit dann deine Beobachtungsliste bei Filmmund Nummer etwas schrumpft. Nummer 1, Oase der Zombies. Was übrigens lustig ist, weil Oase der Zombies auf VHS niemals von Videophon rausgekommen ist. Es gibt nur 25 Videophon, Rot-Titel, und der gehört nicht dazu. Aber es ist ein tolles Cover und da kann man es auch nachsehen, wenn das in so einem Cover aufgelegt wird. Jedenfalls gut. Der nächste Film, nur habe ich nebenbei mitgenommen, weil fand ich interessant, hatte ich noch nicht und war günstig, hat glaube ich 3 Euro gekostet. Herrscher der Zeit von René Laloux, der ja auch den Fantastischen Planet gemacht hat, der mir auch noch fehlt. Aber diese beiden Filme, die gehören ja zusammen, gibt es glaube ich auch als Blu-ray Doppelpack. Aber mir hat das hier gereicht und für 3 Euro, originalverpackt da noch natürlich, habe ich gedacht, gut. Nimmst du mal mit. Soll ja ziemlich abgefahrenes Zeug sein. Herrscher der Zeit, Nummer 2. Dann war ich, und das hat mir richtig gut gefallen, dann war ich am CMV Laser Vision Stand. Und die machen ja nun, wenn sie vom Händler verkaufen, können sie natürlich Top-Preise anbieten. Da gab es dann ein paar Titel, da gab es dann 2 für 15, dann gab es 2 für 10 und dann gab es auch noch 4 für 10. Also habe ich dann natürlich, weil ich meine Trash-Collection mal wieder ein bisschen aufstocken möchte, habe ich in der Trash-Collection mal reingehauen und habe mir dort 8 Filme gekauft.
4 für 10, 2 für 10, 2 für 15, ergo 35 Euro für 8 Filme. Das lässt sich sicherlich sehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Film ich für wie viel da gekauft habe. Ich zeige es euch jetzt einfach hier mal nach der Reihenfolge von der Nummer in der Trash Collection, wie ich sie sortiert habe. Der erste ist Die Tollwütigen. Das ist die Trash Collection Nummer 11. Die Tollwütigen, a.k.a. I Drink Your Blood und Bonusfilm I Eat Your Skin. Da gibt's auch einen coolen Trailer, Grindhouse-Trailer von diesem Film. Und ja, ein Film habe ich noch nicht, also ich habe tatsächlich von diesem Film vorher keinen gesehen. Einen, da habe ich mir jetzt seitdem angeguckt, da komme ich noch zu. Und den Rest, den kenne ich alles noch nicht. Bei einigen Sachen werdet ihr denken, oh mein Gott, den hast du noch nicht gesehen. Ja, okay, aber whatever. Also, Die Tollwütigen. Nummer 1. Gibt's eine ganz tolle VHS von VPH in diesem gelben Design von Die Tollwütigen. Die werde ich mir auch irgendwann mal holen, wenn sie ein bisschen günstig ist. Aber Trash Collection Nummer 1, Die Tollwütigen. Trash Collection Nummer 2. Jakko, der eiskalte Rächer. Also ich habe ganz viele Filme da einfach nur mal so auf gut Glück mitgenommen, um die Trash Collection einfach ein bisschen vollständiger zu machen, wo mir das Cover gefallen hat, wo die Rückseite mir gefallen hat, was vielversprechend klingt. Und Jakko, der eiskalte Rächer, klingt ja vielversprechend. Nummer 2. Nummer 3 von der Trash Collection ist Blutiger Highway mit 1000 PS in den Tod. Und das ist auch wieder so ein schönes gezeichnetes Cover, wie es ja bei VHS immer auch schön üblich war. Und ja, warum nicht? Ein paar Polizisten ballern auf einen LKW und da hängt eine Tuse dran, die ja irgendwie sexy aussieht und ein Hubschrauber gibt's auch noch. Und ja, das klingt doch vielversprechend. Also, Blutiger Highway. Dann Lady Terminator. Ich will jetzt erstmal noch nicht zu viel wegnehmen, aber im Oktober kommt etwas relativ Spezielles auf euch zu, wo Lady Terminator vielleicht oder vielleicht auch nicht eine Rolle spielen könnte. Sie ist unverwundbar und unsterblich. Das klingt ja schon mal ganz interessant. Das Cover ist auch ziemlich cool und ja, Trash Collection Nummer 31, Lady Terminator. Dann der nächste, The Stabilizer, also der Stabilisierer, steht da hier mit seiner, was weiß ich was, irgendwie komischen Kalaschnikow und irgendwelchen anderen Typen, also Testosterone, Motherfucker und juristisch geprüft, strafrechtlich unbedenklich und erstmalig ungeschnitten. Fokussieren, da drauf, gut, geht doch, danke Kamera. Also, The Stabilizer Nummer 40 in der Trash Collection. Der nächste, habe ich auf VHS. Blutgericht am Amazonas auf VHS von Geiselgasteig heißt das Ding nämlich Blutgericht am Amazonas, nein, auf VHS heißt es nämlich Das Geheimnis der blauen Diamanten ist dort geschnitten. Eigentlich sind alle DVD-Versionen einigermaßen geschnitten, aber hier liegen zumindest die geschnittenen Szenen noch im Extra, also in den Extras vor. Und ich habe auf OFDB gelesen, dass das die wahrscheinlich Sinn, oder hab mir so aus der OFDB geschlussfolgert, dass das hier die wahrscheinlich sinnvollste Edition ist, wenn es um Uncut geht. Und deswegen fährt man ja auch auf Filmbörsen, weil es da Uncut-Ware gibt zu guten Preisen. Blutgericht am Amazonas. So, die letzten beiden. Bisschen Endzeit-Scheiße. Endgame. Ich stehe ja auf Endzeit-Kram. Zum Beispiel Metropolis 2000, The New Barbarians und so weiter, wo ja George Eastman auch mitspielt. Und hier ist ein weiterer Film aus dieser Reihe, aus der schier unendlichen Trash Collection von Joe D'Amato, dieser Film Endgame. Ja, sieht ziemlich abgefahren aus. Gewalt, Sex und gezeichnete Cover. Was will der gepflegte Retro-Film-Fan mehr? Und jetzt sind wir schon beim letzten Trash Collection-Film, ebenfalls Endzeit 1994. Nur die Starken überleben. Also wir befinden uns im Jahr 2014, also haben wir jetzt 10 Jahre. Vor 10 Jahren hätte dieser Film Realität sein sollen. Ist es scheinbar nicht, wer weiß, ich kenne den Film noch nicht, vielleicht ist es ja doch so. Vielleicht versteckt sich da aber auch wieder nur irgendeine abgefahrene Botschaft oder vielleicht ist es einfach nur ein bisschen sinnlose Abschlachterei. Ist das auch mit George Eastman? Nee, das sieht nur so aus. Ja, Survival Zone. Die Menschheit ist nahezu ausgelöscht, brutale Gewalt beherrscht das verwüstete Land. Mit Bonusfilm Rush 2. Lieber Vomitus Rectalis an dieser Stelle, Grüße an dich. Du hast mir ja den Rush 1 empfohlen, der lag auch da, aber irgendwie will ich erst die VHS davon haben und dann die DVD. Aber hier ist zumindest der zweite Teil schon mal als Bonusmaterial mit drauf. Das war die Trash Collection Nummer 98. Das sind die ganzen kleinen Hubboxen vom CMV-Stand. So, dann
war ich an einem anderen Stand, dann habe ich noch eine Reihe mitgenommen an einem anderen Stand. Und ja, ich bin da vielleicht ein bisschen rückständig, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass es mich bis jetzt irgendwie immer noch nicht so interessiert hat. Ich rede von Nightmare on Elm Street, der Collection. Ich gestehe, ich habe diese Filme noch nicht gesehen. Man kann auch nicht alles gesehen haben, aber ich war irgendwie auch nie so dieser Filmreihen-Fan. Das ist bei Nightmare on Elm Street so, das ist bei Halloween und bei, wie heißt der andere mit Dingsbums, nicht mit der andere mit der Maske, Jason, die Jason-Filme. Oder ist das Halloween? Jason und Michael, nee, Michael Myers ist von Halloween und Jason ist von... Bin ich jetzt durcheinander? Ja, ihr wisst, was ich meine. Zumindest diese ganzen 80er-Jahre-Reihen. Da bin ich bis jetzt einfach irgendwie aus irgendeinem Grund nicht rangekommen. Und ich dachte, na gut, dann es sind ja nun wirklich Klassiker, die von so vielen gehypt werden. Und ja, musste jetzt einfach mal ran. Und ich lasse mir, ich meine, Hype entsteht auch immer aus irgendeinem bestimmten Grund. Und deswegen, ja, habe ich gedacht, gab's diese Box hier für einen wirklich guten Preis. Und da ich jetzt nun nicht so super diese Sammlerstücke brauche und so weiter, dachte ich, gut, das ist jetzt für den Preis, hast du alle Filme auf einmal, jeder in einer einzelnen Hülle, ungeschnitten, zumindest meistens gibt es irgendwie US-Cut, aber was da diese Cut-Fassung betrifft, da bin ich einfach nicht besonders firm. Und hier noch mit einem kleinen Booklet, da kann ich mich dann also belesen zu allem, was ich bis jetzt in dieser Reihe verpasst habe. Also bitte gebt mir jetzt nicht unbedingt deswegen einen Daumen runter, ich gelobe ja Besserung und will mir die Dinger jetzt angucken. Nur weil ich hab's nur bis jetzt noch nicht getan, weil ich eigentlich lieber den, ja, den total unbekannten Scheiß für euch ausgrabe, verstehst du? Das hat auch einer gesagt. Ich glaube, es war, ach du Gott, einer von euch auf der Filmbörse auf jeden Fall, ich weiß es jetzt nicht mehr, der dann auch meinte, ich habe von den Filmen, die du da vorstellst, noch nie was gehört. Und das ist eigentlich der Hintergrund, weswegen ich diesen Channel gemacht habe, denn hier sind es Filme, die so abgedreht in Vergessenheit geraten sind, vielleicht auch zu Recht, vielleicht auch nicht, aber diese Filme, die machen mir persönlich mehr Spaß auszugraben, aber ich werde mir jetzt diese Klassiker, und das sind sie ja zweifelsohne, einfach mal geben. So, du kommst hier hin und dann kommen wir auch schon zu den Sachen, die letzten Sachen vom letzten Stand, die ich mir dort gekauft habe. Das war beim Sebastian, der aus der VS-Sammlergruppe von Facebook ja auch, der die da zumindest gegründet oder leitet zumindest. Und da habe ich die mit ihm ein bisschen gequatscht und auch ein paar Sachen gekauft, nämlich Asia-Shit. Zum einen Hardboiled Part 1. Und 2 kannte ich bis dato auch nicht. Hardboiled 1 habe ich mir schon angeguckt. Und es ist ja wirklich vollkommen übertriebene Action, aber geil und richtig schön brutal. Und dieser in dieser Box natürlich ungekürzt. Das ist auch die richtige Sammlernummer. Habe ich mir inzwischen auch schlau gemacht, weil die Laser Paradise Erstauflage war nämlich ungeschnitten und hatte irgendwie noch ein paar andere Fehler drin. Jedenfalls der John Woo Klassiker Hardboiled und Hardboiled 2, was insofern lustig ist, weil es gar keine Fortsetzung ist. Der ist zwar auch von John Woo, aber es ist weder eine Fortsetzung, noch ist es der zweite Teil. Er ist tatsächlich sogar älter. Hardboiled ist von 92 und Hardboiled 2, dessen Originaltitel ich jetzt vergessen habe, Hardboiled 2 ist sogar noch von 89. Also der ist nicht nur keine Fortsetzung, sondern er ist sogar noch älter als der erste Teil. Das ist ja total strange. Das ist genau wie mit Django und Django 2, wo der zweite Teil ja auch eigentlich gar kein Django-Film ist, aber dann nur unsynchronisiert wurde und als Teil 2 verkauft wurde, weil Teil 1 so gut angekommen ist. Naja. Das gleiche hier auch bei Hardboiled, die deutschen Vermarktungsstrategien, die soll mal einer verstehen. Aber mir hat der sehr gut gefallen. Es war auch das, was ich vermutet habe, das war mir nämlich so in Erinnerung, dass es bei Hardboiled so eine ganz lange Sequenz gibt, so in einer Kamerafahrt, wo die sich diesen Gang lang fighten, lang schießen, von überall fallen Leute durch Fenster, kommen um die Ecke, werden abgeknallt und so weiter, dann teilweise in Slow-Mo und dann gehen sie noch in den Fahrstuhl, dann fahren sie in die nächste Etage und dann fighten sie da weiter, eine ganz lange Einstellung in einer Einstellung. Ganz lange Szenen in einer Einstellung, das fand ich ziemlich cool. Und dafür ist ja John Woo auch bekannt, für seine durchchoreografierten Action-Sequenzen. Ja, so viel zu diesem kleinen Titel. Hardboiled 1 und 2. So, dann, auch wenn ich eigentlich keine Media-Books außer von Cape Light mehr kaufe, das hat mich übrigens auch enttäuscht. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube, es war auch Filmgespenst, Marco. Das ist jetzt die 60. Filmbörse und das ist irgendwie enttäuschend, dass Cape Light keinen Stand hatte. Also ich bin da mehrfach rumgelaufen und ich habe keinen Cape Light-Stand entdeckt. Entweder haben sie sich versteckt oder sie waren wirklich nicht da. Ich vermute eher Zweiteres. Was schade ist, weil die Cape Light Media-Books eigentlich die einzigen Media-Books sind, die ich mir noch kaufen möchte, weil die sind qualitativ sehr hochwertig, die passen auch irgendwie alle zueinander und ansonsten sind mir die Dinger
Dinge einfach zu teuer letztlich und oder unnötig. Aber ich habe eine Ausnahme jetzt gemacht, weil mir das dann doch irgendwie gefallen hat und ich den Film auch noch nicht kannte und jetzt endlich mal sehen will und mir das eigentlich doch ganz gut gefallen hat. Das ist Itchy der Killer. Ja, ich werde mich jetzt hier heben und Hohn und Spott aussetzen, weil ich diese ganzen Klassiker nicht kenne, aber auch fuck it, ich kenne dafür die ganzen trashigen scheiß VHS-Filme, okay? Jedenfalls Itchy der Killer im Mediabook für einen sehr guten Preis. In der 3-Disc Limited Uncut Edition und ich werde die jetzt hier nicht im Einzelnen vorstellen, weil dazu gibt es genügend andere YouTube-Videos von anderen Leuten, die das auch gemacht haben. Unter anderem mein lieber Kumpel Flo von FloTube, der das hier auch in einem seiner Updates schon vorgestellt hat. Wenn ihr also mehr über das Mediabook wissen wollt, dann guckt bei ihm rein. Bei mir seht ihr nur, dass ich es jetzt auch habe. Sing! Okay, alles klar, das war übrigens, das war fürs Thumbnail, meine Damen und Herren. Itchy der Killer. Und jetzt sind wir schon beim letzten Film angelangt. Das Video geht ja auch schon eine Viertelstunde. Das ist aber auch gar nicht weiter schlimm, denn jetzt hier kommt der letzte Film und das ist die Edition, die habe ich mit Absicht ans Ende gestellt. Hups, dieses Kondenswasser an der Bierflasche, das könnte zum Verhängnis werden. Wenn sie einem wegrutscht, da braucht man richtig Grip und muss man mal männlich zupacken und dann läuft das. Läuft im wahrsten Sinne des Wortes. Kalt schmeckt Bier immer noch am besten. Die meisten Leute sagen, da schmeckst du ja auch gar nichts. Ja, wenn es mir um Geschmack geht, dann trinke ich einen anständigen Whisky. Bier ist für mich ein Konsumgut. Sicherlich gibt es auch anständige und wirklich teure Biere, die dann auch entsprechend schmecken. Und da gehe ich dann mal drauf ein. Aber diese ganze Supermarkt-Bierware, die man so kriegt, von allen möglichen Firmen, die ist eigentlich relativ gleich inzwischen. Wenn ich das trinke, dann ist mir das egal, wie das schmeckt. Dann trinke ich es einfach nur, ja, weil es also nicht weil's besonders schmeckt, sondern trinke ich, weil es wirklich gut schmeckt und erfrischend ist. Aber jetzt irgendwelche Nuancen daraus zu filtern, bei Industrieware, sei mal dahingestellt. Aber Beer is love. Beer is life. Beer is love. So viel dazu zum Thema von wegen, ich trinke nicht genug. Gut, ja, wir sind vom Thema abgekommen, glaube ich. Nächster und letzter Film hier ist The Raid, The Ultimate Edition. Fand ich geil. Kumpel von mir, Christoph, hat mir das empfohlen. Der sagt, The Raid ist einer der coolsten Actionfilme, die er in den letzten Jahren gesehen hat. Und er passt ja auch dann zu dem restlichen Pack von Itchy the Killer und Hardboiled, passt es ja dann dazu. Also so viel ich weiß und von der Fabel des Films gehört habe, geht es da um einen Polizeisondereinsatz, die ein Hochhaus stürmen und sich durch das komplette Hochhaus durchballern. Klingt jetzt erstmal nach nicht viel Story, aber eine Story in einem Actionfilm zu suchen, das ist sowieso so eine Sache für sich. Das Ding ist, glaube ich, auch irgendwie limitiert. Ich habe folgende Nummer, 2044. Mit ein bisschen Glück erlebe ich das sogar noch dieses Jahr, wenn wir uns nicht alle vorher selber wegbomben. Gut, die Ultimate Edition werde ich jetzt auch nicht im Einzelnen vorstellen, auch wenn sie mich sehr geflasht hat, aber das haben, glaube ich, auch auf YouTube genügend andere gemacht, die dann alle einzelnen Sachen da drin rausgeholt haben. Deswegen mache ich das jetzt hier nicht, werde jetzt hier nicht die einzelnen Sachen aus der Box rausnehmen und für euch in die Kamera halten, weil ich davon nicht viel halte, weil da könnt ihr euch die anderen Sachen auf YouTube, die hier kursieren, doch angucken. Dafür bin ich nicht da, ich bin nicht euer Dienstleister, nein, das stimmt nicht. Aber ja, ansonsten, das macht schon, ansonsten, ich rede lieber über den Film, anstatt jetzt hier irgendwie großartig Produkte von Special Editions in die Kamera zu halten und zu präsentieren, weil es ist ja alles letztlich nur noch Werbung für die einzelnen Labels wie Koch Media, die ja so andere Sachen rausgebracht haben, zum Beispiel die Jallo Collection oder verschiedene Serienstaffeln oder irgendwelche coolen anderen Media-Books oder so weiter. Aber jetzt hier irgendwie noch großartig Produkte in die Kamera zu halten für das Label und dafür nicht bezahlt zu werden, das finde ich natürlich schon ein bisschen fragwürdig, aber warum auch nicht? Wer das machen möchte, der kann das gerne. Ich bin ja auch ein großer Fan davon, wenn bei Sachen Soundtracks dabei ist. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher, wenn ich euch das Ding in die Kamera halten würde, dann würdet ihr das vielleicht auch sehen, aber sowas mache ich ja nicht. Ich lasse mich ja, wenn ich sowas mache, dann will ich für Werbung auch Geld sehen. Deswegen lasse ich das lieber gleich sein, bevor ich jetzt hier die ganze Zeit noch über Zeug und so weiter labere und verbleibe ich lieber mit den Worten von Wayne's World, beziehungsweise von Garth, und der sagte, es ist wirklich schade, dass Leute heute nur noch Sachen machen, um sich bezahlen zu lassen. Und das finde ich
wirklich traurig. Spaß beiseite. So, ich stelle das jetzt hier mal hin. Und aus irgendeinem Grund stelle ich das jetzt hier auch dazu. So. Und wir machen hier keine Werbung. Aber das war das Update von der Berliner Filmbörse. Ich werde es jetzt nicht nochmal im Einzelnen durchgehen. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr reingeklickt habt, dass ihr euch angeschaut habt. Und das war ja auch verdammt lustig, mit euch auf der Messe rumzulaufen. Und ihr habt dann doch immer versucht, dann doch mal einen Blick in die Tüte zu erhaschen und herauszufinden, was ich mir gekauft habe. Aber auf der anderen Seite wolltet ihr das ja auch nicht wissen, weil ihr euch die Überraschung aufs Untüting-Update etc. nicht verderben wolltet. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank dafür. Das war das Update zur Filmbörse Berlin. Morgen kommt das Update zum großen ganzen Rest. Da habe ich ein paar richtig geile Knaller dabei. Also schaltet auch dort wieder ein, wenn es heißt, Update-Zeit ist... Ja, was auch immer. Also, ich wünsche euch was. Haut rein. Bis bald.